Komm, hol Dragoran raus, nur damit es mal schön aussieht. Ja, mach ich dann auch noch. Gerade noch auf den Beinen halten. Ein erbitterter Schlagabtausch. Aber wirklich, Bitch Slap, Kreuzhieb. Ich bin schneller. Was sie wohl mit dieser Handbewegung macht? Ein Volltreffer auch noch, das ist sehr effektiv. Rass auf Down, ich habe eins von den Pokémon getötet. Komm, hol Dragoran. Ja. Mach mich mit einer Drachenwut fertig. Wetten, Dragoran hat voll die Noob-Attacken. Dragoran? Die Menge wird durch diesen Warte, Drachen fliegen sehr. Oh mein Gott, ich bin tot. Falcon Bitch. Komm nochmal hier, Falcon Bitch Slap. What the shit, ey? What the shit? Nein, wenn du mich jetzt mit. Nee, kann ich nicht. Nee, schaff ich nicht. Wenn du einmal Body Slam machst, bin ich tot. Nur noch ein Pokémon. Ah. Relax. Vielleicht hab ich ja Glück und friere dich ein. Wie willst du ein Fettklub einfrieren? Stimmt. Yeah. Es winkt noch einmal kurz so. Have a Doom Day. Have a Doom Day. Ich bin nicht schneller, ey. Komm, Falcon Bitch Slap. Boom. Es geht sogar einigermaßen. Ich will dich einfrieren. Komm, es ist eine Chance von 1 zu 10, dass ich dich einfrieren kann. Bam. Auch noch ein Volltreffer, du Bastard. Und ab geht die Post. 1-1. Okay. Dann kommt jetzt. Wo ist das denn? Warte, das. Es war nur eine Perücke. Es war nur eine Perücke, der Rest war Illusion. Cool. Die Brüste sind eine Illusion. Kampfende und mein Schlichter sind raus. Boah, ich hätte echt Aquana mitnehmen müssen. Geil. Komm hier, und jetzt die Königsklasse. Ja, natürlich. Falcon Bitch Slap. So, das wäre jetzt wahrscheinlich Part 3. Ja, vielleicht. Oder ich packe alles in einen Part. Komm jetzt hier, Premium Cup. Komm hier, Premium Cup, ne? Weil es so schön ist. Warum muss ich immer zuerst? Weil du Player 1 bist. Wir können auch tauschen, wenn du willst, aber ich kann nein. Nicht Bubelle. Nein, nicht die Attacken eingucken. Ich möchte aber. Okay, mal. Naja, okay. Bei einem nur. Okay. Also ich wollte zweimal drücken, ernsthaft. Ich hab nicht geguckt. Ich schwör. Weil, Alter, schwör. Alter, schwör, Digga. Schwör, Digga, Lauch. Ja. Ich hab echt keinen Plan. Was war denn nochmal gut? Käufer! Also ich nehme ein Feuer-Pokémon mit, ein Wasser-Pokémon auf jeden Fall. Dennoch ein Pflanzen-Pokémon. Dann habe ich die drei Haupt schon mal abgedeckt. Genau, ich weiß, was ich für ein Team mache. Ich hätte gerne. Wo ist es denn? Scaraborn. Ich hätte gerne Simsala. Ich hätte dann auch noch gerne ein. Wie heißt das denn nochmal? Komm, ich nehme mir verrückten Bullen mit. Das ist Normal-Pokémon, oder? Ja. Ja. Hä? Wo ist es denn? Ich wollte ein ganz bestimmtes mitnehmen. Ich habe den Namen sogar schon vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie es aussieht, aber wenn ich sehe, weiß ich, welches es ist. Was kann es? Ich weiß es nicht mehr. Du hast ein Pokémon im Kopf, du weißt nicht, wie es heißt, du weißt nicht, wie es aussieht und du weißt auch nicht, was es kann. Das kann jeder sein. Ja, aber wenn ich sehe, weiß ich, dass es ist. Was fehlt mir denn noch? Ich hab... Ah, jetzt weiß ich's wieder. Na? falsche Richtung. Wo ist es denn? Muggelbaum. Nein. Ich nehme Magma mit. Jupp, ich bin ready. Yeah. Nein! Falscher Knopf. Zu eilig, zack. Hihi. Dann gehen wir erstmal ganz nach unten. Mercago. Nein. Nacho-Schnecke. Nacho-Schnecke? Ja, Nacho-Schnecke. Zap. Zubat! Gut, was ist Janma.
Du the Turnupto. Was glaubst du, was ich vorhabe? Ich mag Turnupto. Ich liebe Turnupto. Turnupto ist eines meiner Lieblings-Pokémon. Werde ich auch in meinem Let's Play nehmen. So, Silber. Spoiler. Ja, ich kann meine selbst. Anti-Spoiler-Giraffe. Giri. Halt die Klappe, ich kann meine selbst. Giri! Ich kann meine Projekte selbst spoilern. Aber nicht in meinem, in meiner Aufnahme. Doch, kann ich. Und ich werde es tun. Okay. Anti-Spoiler-Giraffe. Das erinnert mich immer an den Test bei Soul Eater. Das ist die Anti-Spoiler-Giraffe. Ich finde das cool. Giri. Nein, du hast einen Seedra King mitgenommen. Ach, nimm Rihorn mit. Nö. Nimm Rizeros mit. Damn Pony. So, jetzt brauche ich noch. Raikou. Raichu, nee. Raikou. Voll... Nein, so schlecht. Ja, die. Borenta. Ja, tu es. Nein. Nimm das Viech mit dem Lauch mit. Nein, Mann. Ich will es nicht nehmen. Nocturne. Nocturne kann nix. Nocturne ist ein Kampf-Pokémon. Nocturne kann nix. Ja und? Irgendein Unlicht-Pokémon brauche ich noch. Nimm Kramurks. Nein, Kramchef. Gibt's da nicht. Ich weiß, dass es das da gibt. Nimm Kickli. Nein, ich hab da schon Kampf-Pokémon. Ich glaube, Nocturne kann keine einzige Kampfattacke. Doch, natürlich. Nein, das kann die ganzen Feuerschlag, Eishieb und... Das sind Kampfattacken. Das sind Feuer- und Dingsattacken. Feuer, Blitz, aber es sind Schwächen, also... Glutexo. Golbat. Nein. Gengar. Scheiße, ey. Ich hasse Gengar. Ich liebe Gengar. Gengar kann manchmal... Vor allem, wenn ich gegen die kämpfe, ich setze dann immer so ein Feuer-Pokémon ein, so nach dem Motto, frei nach Gas-Pokémon, ey, Gas brennt. Guck dir mal an, wie mein Dick-Dick-Tri geglitscht ist. Oh, geglitscht. Also, ich nehme auf jeden Fall schon mal... Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Ich fange mit dem an, mach mit... Den nehme ich mit. Ja. Mach mit dem Viech weiter und hör dann mit dem Viech auf. Ich werde sowas von verlieren. Ich habe nämlich die drei schlechtesten Pokémon mitgenommen, die ich gewählt habe. Nach den Regeln des Premium-Kampfs ausgetragen. Du machst mir keinen Schaden, ne? Du machst mir keinen Schaden, wenn du Gengar hast. Nein. Ach so, Stalos. Oh. Ich wusste ja nicht, welches du mit hast. Ist ja klar, was ich tue. Bodycheck verfolgt. Zertrümmer ist eine Kampfattacke, oder? Du warst Stahlgestein, aber Kampf gegen Stahl ist eindeutig nicht effektiv, das weiß ich noch. Ja, normal auch nicht. Ja, Pokémon wechseln und dann. Sie beäugen sich argwöhnisch. Das. Ich hoffe mal für dich, das hat eine Feuerattacke drauf. Wieso Feuerattacke? Oh, das Stahl wird plötzlich ausschmilzt durch Feuer? Schon mal was von gehört? Ich hab. Dick-Tri. Ja, ich nehm Dick-Tri. Eisenscheiß. One-Hit. Boah, du ziehst Schaden, ey. Ach. Auf den Kampfverlauf auswirken. Na super, ich kann nicht mal. Naja. Aber ich müsste eigentlich schneller sein. Dick-Tri ist eins der schnellsten Pokémon. Intensität. Komm, bei meinem Glück ist es Intensität 7. Jetzt. Sehr effektiv und macht keinen Schaden, ist klar. Ja, das ist Schwäche, aber ich habe so dermaßen viel normale Verteidigung. Was nun? Mein kleiner. Du hättest mich vorhin töten können. Ach, ich habe mich verklickt. Beide Kämpfer versprühen Funken. Ja, komm, das war's. Ich kann deinen Stalus nicht besiegen. Ich habe nichts gegen Stalus dabei. Ich wechsle auch gleich noch. Komm, Intensität 7. Yay, es sieht schon ein bisschen mehr. Komm, verklick dich nochmal. Nö. Steinwurf? Warte. Was ist das? Ein Boden. Ja. Ein Volltreffer und nicht sehr effektiv. Du hast noch 2 Leben. Jetzt reicht's. Der Kampf wird immer in jetzt habe ich keinen Bock mehr. Komm, jetzt Intensität 9. Glück sei auf meiner Seite. Was? Oh, ja, komm, jetzt noch ein...
Ja! Super. Das macht mich gerade froh. Bam! Das macht mich gerade richtig froh. Glück auf meiner Seite zu abwechseln. Du hast das Glück, aber ich habe das Können! Und die Pokémon. Ey, Glück triumphiert über Können, ja. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich noch dabei habe. Verdammt. Komm, ich zeig dir mal, welche ich dabei habe. Tauros, Simsalem. Simsalem ist, glaube ich, schnell. Was ja. Kommt jetzt? Unlicht ist uneffektiv gegen Stahl, das weiß ich noch. Psy auch uneffektiv gegen Stahl. Das ist Urigella, Mann! Nein, das ist Vincent Ray. Urigella ist Kadabra. Nein, er hat zwei Löffel, sorry. Kraft, Wir und Raub. Komm. I'm a fire laser. Friss Farben. Voll ins Gesicht. Was ist das denn? Friss Farben, Bastard. Nein, Regenbogen. Regenbogen. Warte, scheiße. Dein was. Gengar und Seedra. Naja, ist ausgeglichen. Gengar. Das nächste Pokémon ist bereit. Bestimmt Seedra King. Natürlich Seedra King. Seedrachenkönig. Seedrachenkönig? Ja, natürlich. Auf jeder Seite gibt es noch zwei Pokémon. Wetten, das geht daneben. Ja? Doch. Wetten, meine Attacke geht daneben. Wie? Man trifft erst in drei Runden. Also. Ja, eben. Aber dann geht sie daneben. Urigala Power. Frustration. Frustration macht keinen Schaden. Nein, aber es frustriert dich. Mich? Ja, siehst du doch. Es langweilt mich. Was macht den. Psykraft stärkt mich, glaube ich. Aber es hat jetzt keinen Sinn, mich zu stärken. Komm, eat my Murgelmohren. Ich ziehe Schieß sogar nach oben. Wie geil ist das denn? Das war gut. Kaskade. Nein! Du rotzt mich an mit Wasser. Ein großartiger Treffer. Warte, überlebe ich das? Vielleicht überlebe ich das. Du hast noch Tauros dabei, ne? Ja. Gut, ich bin gefickt. Die Menge wird durch diesen spannenden Kampf angeheizt. Wenn wir jetzt beide tauschen, schlage ich dich. Du tauschst? Ja. Scheiße! Gengar! Du kannst Matschbomben, oder? Ich weiß es nicht. Treffen normale Attacken? Ein Pokémon-Wechsel an. Ich weiß nicht, wie das in der zweiten Generation war. Das auf jeden Fall machst du mir mit deinen Geistattacken keinen Schaden. Die sind ineffektiv gegen Normal-Pokémon. Aua! Das hatte ich ganz vergessen. Was kann ich überhaupt? Warte, du kannst Nachtnebel, Hypnose und Nachtma und Groll. Ich kann nur Unlichtattacke, ich kann Verfolgung. Oh, Scheiße. Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Hier kommt der Friss dies, es macht keinen Schaden. Einfach ab. Ach nee. Es dürfte eigentlich keinen Schaden machen. Da, hat keine Wirkung. Ich bin Normal-Pokémon, es hat keine Wirkung, ich wusste beide es. Tun sich schwer. Ich probiere mal aus, ob eine Normalattacke bei dir Schaden macht. Bestimmt auch nicht, hat keine Wirkung. Ein Pokémon-Wechsel. Warte mal, du holst jetzt Seedra King raus und ich mach gerade. Oh yeah, Baby. Das Pokémon verlässt seinen Pokémon. Das sollte eigentlich Schaden ziehen jetzt. Ach nee, du bist ja ein Drachen-Pokémon. Ne, es sollte doch Schaden ziehen. Nein. Wie es damit? Volltreffer. Tauros hat so assigen Angriff. Haha, Rückstoß. Kann dein Gegner. Mal Seedra King. Nein. Ruhiger Bogen. Ich habe nur verloren. Ja. Ey komm, es steht 1 zu 1, ja. Und jetzt steht. Ich will noch ein Zeitgleich und schon mit so weit. Genau. Schon wieder mit 100 an? Ja, natürlich. Na okay. 100 Probleme in Laune. Ich mag die 5er am liebsten. Was? Die Anzahl der verbleibenden Pokémon ist. Ich probiere nochmal aus, ob. Ich weiß nicht, ich glaube, das macht nur Schaden, wenn ich schlafe. Na, hat das Effekt auf dich? Normaler Attacke? Nee. Was? Ich wollte es ausprobieren, ich wusste es echt nicht mehr. Hypnose! Nein. Warum gehen die. Ich verstehe dieses Spiel, ne? Komm, Stalker-Bulle. Stalker-Bulle macht keinen Schaden bei dir. Sicher?
Ja, hat doch vorhin schon keinen Schaden. Ich versuche es so lange, bis ich wirklich schlafe. Natürlich. Hast du eine Attacke, die mir Schaden macht? Nein, aber du schläfst wenigstens. Das heißt, du kannst meinen Tauros nicht besiegen. Dieses Nickerchen macht den Kampf bestimmt einseitig. Ich versuche mal. Raub wird mir Schaden machen, weil es eine Unlicht-Attacke ist. Ich will wissen, was Nachtmar ist. Oder ich mache Nachtmar macht bei einem schlafenden Pokémon Schaden, ist aber eine Geistattacke. Ach ja. Albtraum, das ist sowas wie Gift bei schlafenden Pokémon. Zeig dir den. Urigella Power. Ich kann Raub. Oh nein, Nachtmar! Das hat Wie wird es dem eingewechselten Pokémon? Weißt du, was ich jetzt mache? Exakt. Exakt, ja. Exakt. In drei Runden bin ich eh tot. Oder du. Bring. Du ziehst mir genau 100 Schaden. Finde ich cool. Weil Nachtnebel so viel Schaden macht, wie mein Level ist. Oh, habe ich noch gar nicht gewusst. Der Kampf wird immer intensiver. Komm hier, Raub, weil ich's kann. Ich klau dir was. Das wird jetzt cool. Ah, ich hab einen Taschendiebstahl gemacht. Das ist sehr effektiv. Das ist eine Unlichtattacke. Scheiße. So na. Jetzt habe ich jetzt wirklich keinen Bock. Ich nehme immer noch Crap-Pokémon mit. Ja. Komm jetzt, letzte Runde. Ich habe ja mir so eine Teamaufstellung gemacht bei meinem Soul Silver. Komplett alle Effekte. Ne? Ja. Also da bin ich auch schon bei, das zu bauen. Wenn ich das fertig habe, bin ich gegen alle Effekte sehr effektiv. Oder gegen alle Status-Dinger. Ja, gib mir mal eine Nuss. Nuss. Freier Kampf. Oh, genau, Klassenzimmer. Dann will ich dich mal unterrichten. Soll ich dich unterrichten? Ich nehme einen Tank mit. Ich nehme einen Tank. Ich nehme das mit, dann nehme ich noch. Komm, was nehme ich denn schönes mit? Hier, komm, Granbull. Nee, Granbull ist ein bisschen böse. Was mag ich denn noch gerne? Komm, kick die, weil du es letztes Mal nicht mitnehmen wolltest. Das tritt. Es tritt. Und ich nehme das böseste Pokémon im ganzen Spiel mit. Moringa. Du bist tot, Alter, du bist tot. Gegen Woingenau und Dito hast du sowas von keine Chance. Sicher? Yep. Dann gehen wir als erstes mal wieder ganz runter. Nimm wieder einen Razzaf mit. Nö. Maschok. Nein. Quappo. Nein. Ich weiß, was ich... Eggentorn. Wetten, das kann keine Attacken. Das kann Attacken. Aber keine guten. Egal. Können die Legendären meistens da nicht. Tauros! Weil ich's kann. Hey, du hattest das schon mal mit. Ja und? Nein. Das heißt das ja nicht, dass ich es auch gleich mitnehme. Du hattest das Ding schon mal. Okay, ich habe auch zweimal Scaraball mitgenommen. Ja, eben. Wie weit dein Wege von Sandan? Quack so, Porygon 2. Oh Gott, ey. Wie armselig. Komm, nimm was Gutes mit. Nimm Parasek. Nimm Onix. Nimm Pantimos. Nimm Panzeron. Onix? Ich hab schon einen Stahlos dabei, Mann. Ja, lass mich. Eben, Onix ist nicht anfällig für Feuer. Nimm die Kuh mit. Komm, nimm die Kuh. Miltank? Nein, danke. Okay, dann nimm Nacho-Schnecke mit. Junge, ich weiß, was ich mitnehmen oder was ich mitnehmen will. Wenn du es weißt, dann beeil dich. Ich guck gerade. Nein, ich weiß es nicht, ich gucke einfach nur. Ach so, okay.
Jetzt muss man Megane suchen. Nee, hab keinen Bock drauf. Dann nimm Hubbellupf. Hubbellupf? Nein. Ah, oh, Mann. Entscheid dich. Oh. Entscheid dich. Oh. Komm schon. Ich will das heute noch rendern. Ja, super. Gib mir noch 4 Minuten. Ja, ich geb dir noch 4 Minuten, dann ist es exakt 6 Uhr. Scheiße, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Nicht. Hatte ich jetzt eigentlich Aerodactyl mitgenommen? Ich glaube schon, oder? Ich nehme random Pokémon. Stopp! Nimm Inkognito. Cooles random Pokémon. Augen zugemacht, dann einfach irgendwas durchgesetzt und dann. Ich sag dir, hätte jetzt Inkognito nehmen müssen. Du willst noch nicht gehen. Ah, was nehme ich denn als erstes mit? Ich nehme als erstes das mit. Dann nehme ich. Definitiv das mit. Und das. Ich kann dir schon mal sagen, Dito habe ich nicht dabei. Das dachte ich mir. Das wäre aber auch zu episch gewesen. Nach den Regeln des Premium Cups ausgetragen. Gar nicht. Das hat 547 Leben? Ja. Alter. Na, gucken, was für scheiß Attacken du kannst. Oh, scheiße, sind sogar gute Attacken. Wetten, ich hab's falsch gemacht. Nein, ich bin schneller. Ist doch gut so. Ja, tschüss. Menno, du Bastard. Warum ging das daneben? Ich hab Spiegelcap gemacht, dann wärst du tot gewesen. Ich bin schneller gewesen. Das hätte. Du musst es vor mir machen. Nein, ich muss es nach dir machen. Hat doch bei Konter vorhin auch geklappt. Jetzt nimmst du garantiert der Trümmerer. Oder willst du es drauf ankommen lassen? Scheiße, scheiße, nein! Was habe ich gewählt? Eine böse Attacke. Ich glaube, ich habe trotzdem Spiegelcape gewählt, obwohl ich nicht hingeguckt habe. Ja. Glück gehabt. Doppelt so viel Schaden. Frisst dies. Wohin genau for the win? Wohin genau? Nimm was, was sowohl physische als auch Spezialattacken kann. Kann ich mit dir nicht. Kann ich damit nicht. Oh, Scheiße. Es kann auch noch Unlichtattacken, ne? Und ich bin ein Psycho-Pokémon, glaube ich jedenfalls. Mal sehen, was kannst du denn? Finte. Oh Gott, ist Finte jetzt physisch? Ich lasse mal drauf ankommen. Entschuldigung. Hust, hust. Boah, ich sehe ja alles dreifach. Du machst mir keinen Schaden, das ist so cool. Dafür mache ich dir jetzt aber auch keinen Schaden. Meine Attacke ging daneben. Also es konnte gar nicht daneben gehen. So, friss dies. Was nun? Ich mach dir Schaden. Oh, Scheiße, du machst mir wirklich Schaden langsam. Das war nur so saumäßig viel zu Anfang. Es versucht, den Gegner mit auszuschalten. Die Anzahl der verbleibenden KP unterscheidet sich erheblich. So, komm. Sei einmal nützlich, wohin genau? Sei nützlich. Du bist tot. Ja, und wenn Abgangspunkt klappt, bist du auch tot. Es hat den Gegner mit ausgeschaltet. Das liebe ich an wohin genau. Wohin genau ist einfach das übelste Pokémon ever. Ich weiß gar nicht mehr, welches. Welches du noch mit hast. Wetten, das macht jetzt alle meine platt. Du kannst einfach drücken, ohne dass ich sehe. Kann ich mich nicht darauf einstellen. Zeig ich dir, was ich habe? Warte, ich mach Zufall, ich weiß es nicht. Ich habe noch 2 Knöpfe über und ich drück beide gleichzeitig. Ich weiß jetzt nicht, was kommt. Ich bin gespannt. Imperigator. Imperialtor. Nee, was ist das? Das war irgendwas anderes. Ich hab den Tank dabei. Yay! Warte, jetzt will ich wissen, ich weiß gar nicht, was ich noch mitgenommen habe. Ich will es nur mal gucken, was habe ich denn noch mit? Ich hätte noch Kikli dabei gehabt. Kikli hätte ich fertig gemacht. Ja.
Egal warum. Nein. Ah, ich hasse dich. Komm, friss dies. Giftpuder. Oh, es wurde vergiftet. Nur für den Fall der Fälle. Wuchtschlag. Scheiße, jetzt bin ich verwirrt. Wenn du getroffen hättest. Ja. Wenn du getroffen hättest, Junge. Ja? Was willst du tun? Komm, aber was willst du tun? Ich bin ein verficktes Bisaflor. Ich mache jetzt Heuler. Nein, ich mache. Ich check nicht, warum ich schneller bin als du. Hier kommt der andere. Auf jeden Fall bin ich schwerfällig. Das hat nur wenig Schaden angerichtet. Aquaknoten. Gieß mich. Wie süß! Oh, wie süß! Du hast Aquaknarre gemacht. Ich töte dich nur durch dieses Gift. Ein erbitterter Schlag. Jetzt mach mal was Ordentliches. Das kannst du noch. Mach nochmal Wuchtschlag. Heuler. Ich nehme dich gerade nicht ernst. Tut mir leid. Heuler! Bruh, your Angriff ist gesunken. Dein Angriff stinkt. Ich geb dir gleich. Das hat Jesus auch gesagt, jetzt ist er tot. Warum kannst du Schaufler? Ich weiß es nicht. Warte, was habe ich getan? Achso, Tackle. Ich habe gar nicht hingeguckt. Das ist richtig cool. Was jetzt? Bingo! Au, es tut sogar weh. Ach. Jetzt lohnt sich auch Gigasauger. Beide Kämpfer versprühen Funken. So, komm. In Kampfstellung. Friss dies. Das Pokémon wird gewechselt. Frisst mein Kickli. Das muss auch nochmal zur Action kommen. Es hat Sprungfederbeine. Ja, sieht jedenfalls so aus. Komm, hier. Na? Komm hier. Mach BAM! Also BAM in die Fresse. Na? Mein Implikator schämt sich im Grund und Boden. Und es kriegt sogar unter der Erde Giftschaden. Das ist toll. Was kann ich überhaupt? Ich kann Turmkick, ich kann Meditation, ich kann ich bin bestimmt stärker als du. Schneller als du. Also mache ich, ja, ich bin schneller als du. Mache ich Meditation. Meditation. Eigentlich müsste man jetzt Kiki so eine Super Saiyan Frisur aufsetzen. Genau. It's over 9000! I have no more. Es kann, es hat keinen Mund, es kann gar nicht sprechen. Komm, was willst du in die Fresse? Mega oder Turmkick? Mega oder Turmkick? Komm, Turmkick, ja, weil du es bist. Scheiße, ich hab mich verklickt. Du bist sowieso tot. Let's BAM! Das war ein Roundhouse-Kick von Chuck Norris. Ich hätte, glaube ich, Silberblick in meinen gesetzt. Also, damit ist entschieden. 3:1 für Stammboss. Yay! Super, wollen wir es wiederholen irgendwann mal? Ich bin überlegen, eigentlich wollte ich mal ein 6-Pokémon-Team machen. Ein 6-Pokémon-Kampf, das dauert ewig. Komm, das machen wir mal anders mal, ja? Ja. So, zwischendurch. Können wir auch auf deinem Kanal meinetwegen hochladen. Ja, okay. Also, in dem Sinne, Stammbus 100 verabschiedet sich. Mit einem Raxum auch. Und ne? Hoffe, hat euch gefallen. Wie immer, wham, ciao und alles so, ne? Jo. Tschö.